Schönen guten Abend. Ich darf Sie herzlich zur Pressekonferenz begrüßen. Vor allen Dingen auch die beiden Hauptpersonen. Ich wünsche von mir auch Klostersee, dem ich bei der Gelegenheit gleich herzlich zu einem 2:1-Sieg gratulieren kann. Und Axel Kammerer, Cheftrainer der Pfälzer Löwen. Ja, das erste Wort hat wie immer der Gast. Turbulentes Spiel, Wechselbad der Gefühle. Wie ist denn so Ihre Stimmungslage nach diesem Spiel und wie haben Sie die Begegnung gesehen? Einen schönen guten Abend. Ja, die Saison ist ja eigentlich noch echt, sage ich mal, jung. Es sind ja noch 5 Spiele gespielt worden. Und im heutigen Spiel war es ja so, dass die Tabellen letzten Mannschaften haben das Spiel gehabt. Und selbstverständlich, dass man da ins Spiel reingeht ohne Selbstvertrauen vielleicht oder nervös oder hoch motiviert, weil man sehr, sehr wichtige Punkte holen muss. Und zu unserer Seite, also wir haben wirklich sehr, sehr motiviert begonnen. Ich fand das ganze Spiel ziemlich ausgeglichen. Beide Mannschaften haben wirklich versucht, jeden Zweikampf zu gewinnen und sei es offensiv gutes Spiel abliefern oder defensiv gutes Spiel abliefern. Vielleicht von unserer Seite der kleine Fehler zum Schluss passiert, wo wir ganz leichte, weiß ich jetzt nicht, wie man es richtig definieren soll, Panik oder vielleicht Unkonzentriertheit in Überzahl in eigener Zone, dann das Bulli verlieren und den Ausgleichstor zu passieren. Aber zum Glück, die Mannschaft hat da eine ziemlich gute Moral gezeigt und damit benannt die 2 Punkte geholt. Und das ist wichtig für uns, für unser Selbstvertrauen und wir schauen jetzt auf das nächste Spiel. Danke. Ja, vielen Dank. Axel, ich könnte mir vorstellen, dass du dich nicht nur über ein verlorenes Spiel ärgerst, sondern vielleicht auch über einen gewonnenen Punkt freust. Der Ausgleich kurz vor Schluss in Unterzahl, dann das annullierte Tor am Abseits-Tor. Spannender hätte es ja nicht enden können. Also wie schaut es aus? Eher Ärger oder eher etwas Erleichterung? Ja, guten Abend. Für die Zuschauer war alles geboten. Also das steht auf jeden Fall fest, also die haben alles bekommen. 65 Minuten und der Penalty schießen auch noch. Ja, natürlich war das Ziel, heute den ersten Dreier zu holen, da brauchen wir gar nicht reden. Aber trotzdem, so wie das Spiel gelaufen ist, ich kann einer Mannschaft eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben, sie hat kämpferisch, sie sind an die Grenzen letztendlich gegangen. Aber das Problem war letztendlich einmal mehr, dass wir halt einfach die Vielzahl der Chancen gehabt haben. Wir haben dreimal 5 gegen 3 gehabt und haben, ja, ich weiß nicht, wie viele Schüsse wir aufs Tor gehabt haben. Und die Chancen waren da, wir haben es nicht genutzt und letztendlich ist es dann so, dass dann warst du 1-0 hinten, bist dann wieder angerannt und ja, wie gesagt, wir haben alles versucht, alles gegeben, ich konnte ihnen wirklich überhaupt keinen Vorwurf machen und dann ist man eigentlich in einer aussichtslosen Situation, wir kriegen 5 Minuten, 3 Minuten Verschluss und haben dann nochmal den Ausgleich erzielt, das war natürlich ein wichtiger Punkt für uns, jetzt für die Moral. Und im Atlantischen Nährgott, das ist halt wäre schön gewesen, wenn wir das noch abgerundet hätten, aber es ist uns leider nicht gelungen und deshalb gratuliere ich jetzt Klostersee für die 2 Punkte. Ja, vielen Dank. Oliver Rabusa hat bereits signalisiert, dass er die eine oder andere Frage hat. Ich darf dann mal das Mikro weitergeben. Axel, ganz kann ich aber nicht beipflichten mit dem alles gemacht, die Tore. Ich meine, in Überzahl, das Rezept mit Scheibe auf Elebni und dann Schuss ist klar, da waren halt ein bisschen Streuung drin. Das Problem aus meiner Sicht ist aber, das ist das einzige Mittel. Also die Mannschaft hat mit der Scheibe überhaupt nicht gewusst, was sie machen soll, weder in Überzahl noch bei 5 gegen 5. Und da war jetzt im Angriff schon eine sehr große Ideen. Das haben sie aber keine große Ideenreichtum, sagen wir es vorsichtig. Ja, wenn man gar Ideenreichtum gehabt hätte, hätten wir ja nicht die Schüsse gehabt. Also wir hatten ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, haben wir bei 5 gegen 3, 5, 6, also hätte ich gar nicht 20 Schüsse gehabt. Also was merkst du noch mehr? Wenn wir halt oft das Tor nicht treffen, das ist halt der Zwanker, aber ansonsten, wenn wir auch unten, wenn sie mit 2 Mann hochgespielt haben, haben wir unten die Chance gehabt. Also ich kann mich an einen Jarilla eine Riesenchance erinnern, ich kann mich an Karton eine Riesenchance erinnern. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir jetzt keine Ideen gehabt haben. Also ich denke, wir haben das sogar hervorragend herausgespielt. Also das kann ich jetzt so nicht beipflichten. Es ist ja immer sehr einfach, wenn eine Mannschaft dann
glaube, wir sind das letzte oder so. Dann ist natürlich alles schlecht gemacht, aber das kann ich nicht gut lassen. Wir haben dir alles gegeben und das hat halt nicht gereicht. Ja. Du wolltest unbedingt wieder mal endlich in Führung gehen, dass vielleicht dieser Knotenplatz, dieser Knoten, der mentale Knoten im Kopf, man weiß ja von jedem Spieler eigentlich, was er kann. Und wenn man dann sieht, wie schwierig es momentan in der Umsetzung ist, ist es jetzt von Spiel zu Spiel und Woche zu Woche ja irgendwann mal eine Kopfsache in der Mannschaft, dass vielleicht, dass sie sich selber einen großen Druck machen, dass sie endlich mal ein Spiel gewinnen. Ich mache mir jetzt keine Gedanken, was nächste Woche passiert. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich denke, dass wir uns eigentlich schon. Es war eine bittere Niederlage gegen Schönheide, aber es war ein ähnliches Spiel wie heute. Wir sind angerannt, wir haben alles letztendlich versucht, auch wenn es vielleicht der eine oder andere anders sieht, aber wir hatten auch in dem Spiel genügend Chancen. War heute ähnlich. Und was jetzt nächste Woche ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Wir werden weiterarbeiten. Wir werden weiterarbeiten, weiterkämpfen. Es gibt gar keine Alternative dazu. Und die Mannschaft hat einen guten Charakter, die machen das schon. Abschluss eine profane Frage. Die Tölzer Löwen sind letzter. Der Hans hat gerade zu mir gesagt, da müsste man lange schauen, wann das zuletzt war. Der Fall war in der Oberliga. Einfach mal ganz profan gefragt, mit völliger Freiheit zu antworten. Wie soll das jetzt weitergehen? Gehen wir weiter, aber wir machen uns gar nicht so viele Gedanken. Es bringt uns gar nicht so viel zu reden, sondern wir arbeiten weiter. Und der Knoten wird schon platzen. Natürlich wird es immer schwieriger. Es fehlen uns momentan auch ein paar wichtige Spieler. Der Fischer wird jetzt auch noch länger ausfallen. Es kommt natürlich das eine zum anderen, aber es hilft nichts. Kopf in den Sand stecken hilft gar nichts. Sand ist weiter breit geworden. Der Marek Cirilla, machen wir was Positives, hat sein erstes Tor geschossen. Denkst du, dass da vielleicht jetzt in Sachen Leistung ein bisschen konstanter, auffälligere Sachen kommen? Weil war es ja, glaube ich, insgesamt ganz in Ordnung, zumindest aus meiner Sicht. Ja, bei einem Ausländer ist eine Schlüsselposition und das erwartet man natürlich, dass der Akzente setzt und jeder braucht, dass es weiter aufwärts geht mit ihm. Ja, Herr Mikiewicz, noch eine Frage. Kurz vor Ende der Check, der mit einer Matchstrafe geahndet wurde, ein verletzter Spieler. Können Sie uns schon sagen, wie schlimm die Geschichte ist? Wie schlimm? Also der wird sicherlich morgen noch mit einem Auge schauen können und weiß ich nicht, mit Nasenbluten, ob es jetzt was da gröber an der Nase fällt, weiß ich jetzt nicht, aber. Ja, von dem Winkel, wo ich stand, habe ich nicht gesehen, jetzt, ob es ein Matchstrafe spielt oder irgendwas ist. Aber das war ein harter Check. Das müsste schon eine Strafe geben. Aber die paar Entscheidungen von der Schiedsrichter trotzdem fand ich sehr, sehr merkwürdig. Ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Sie haben vielleicht gesehen, ausnahmsweise hat es heute auch beim Oberligaspiel mal zwei Hauptschiedsrichter gegeben. Das hat sich dann sicherlich auch auf die Strafzeiten ausgewirkt. Ich habe mich schlau gemacht. Das ist einfach ein Versuch. In den höchsten Ligen ist das ja sowieso obligatorisch, auch in der zweiten Liga. Und heute war also einer der Tests für die Oberliga. Ich überlasse Ihnen die Antwort, ob es funktioniert hat oder nicht. Ja, vielen Dank. Soweit so gut. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen allen und dem Sie einen Gruß nach Hause. Für